drei außergewöhnliche Schritte zu einem wirklich besonderen Leben. Der erste Schritt ist, sei bedingungslos glücklich. Ich habe nicht gesagt, dass die Schritte leicht werden, wobei das der Allerschwierigste ist. Aber wenn du bedingungslos glücklich bist, dann bist du bedingungslos glücklich. Und natürlich ist es nur ein Ideal. Man kann es bestimmt erreichen, aber es geht vor allem darum, darauf zuzugehen. Wenn wir uns nach und nach immer weniger davon abhängig machen, was in unserer Umwelt passiert, vielleicht auch wie unsere Lebenssituation akut ist, was für materielle Besitztümer wir haben, ob wir gerade Zuspruch von irgendjemandem erfahren oder nicht, wenn wir uns davon frei machen, können wir unsere Lebensqualität, als wie wir sie empfinden, langfristig auf einem viel höheren Level halten, als wenn wir alles davon abhängig machen, wie es gerade läuft. Weil das Leben wird immer hoch und runter gehen. Aber wenn wir es schaffen, immer und immer bedingungsloser glücklich zu werden, dann werden wir eine Lebensqualität erfahren, die wirklich extrem selten vorzufinden ist, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft. Denn der Punkt ist danach der, wenn du es erstmal schaffst, einfach ohne Grund glücklich zu sein, dann wirst du aus diesem emotionalen Zustand heraus so viele Dinge erschaffen, die dir einen Grund geben, glücklich zu sein. Und dann ist es sozusagen ein Teufelskreis in die richtige Richtung, sprich eine Aufwärtsspirale. Keine Abwärtsspirale, eine Aufwärtsspirale, denn du bist glücklich, einfach so, und erschaffst dann noch schönere, tollere Dinge, ziehst Menschen an, die auch glücklich sind, und dann bist du noch glücklicher. Und deswegen das als allerersten Punkt, ganz wichtig, als ersten Punkt, nicht als zweites, nicht als drittes. Wenn du bedingungslos glücklich sein möchtest, und das ist absolut erstrebenswert, dann sollte man jetzt anfangen und sich nicht sagen, ich muss erst erfolgreich werden oder was weiß ich was machen und dann kann ich bedingungslos glücklich sein. Nein, bedingungslos glücklich sagt es ja schon. Jetzt, im Moment, ab heute und für immer. Wie man bedingungslos glücklich wird, hat, glaube ich, hauptsächlich was natürlich mit dem Kopf, mit der Einstellung zu tun. Sprich, mir persönlich hilft Meditation immens, weil du ja nichts tust. Du hockst ja nur da und versuchst einfach den Moment so stark wie möglich wahrzunehmen. Und ich habe wirklich schon gemerkt, dass ich einfach bei den monotonsten Arbeiten oder bei den alltäglichsten Dingen einfach so viel mehr Freude daran empfinde, weil ich mir einfach den Moment hingeben kann und auch wenn es jetzt nichts Schwieriges ist oder so, ich entweder mein Bestes geben kann oder einfach nur alles so stark wie möglich wahrzunehmen. Beispielsweise, wenn ich einfach nur dieses Glas in der Hand halte, dann, man kann daran Freude spüren. Das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange, aber wenn man länger meditiert hat, dann glaube ich, versteht man das besser. Und zweitens denke ich auf jeden Fall, hängt es massiv davon ab, dass man dankbar ist. Einfach dankbar sein, dass man jetzt schon die Zeit auf dieser Welt verbringen durfte, die man gelebt hat, dass es einem jetzt gut geht, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, hey, mir geht's total scheiße, es gibt immer jemanden, dem es beschissener geht. Und wenn man das, glaube ich, realisiert, dann schafft man es wirklich, sich nicht mehr so abhängig davon zu machen, was außen um einen herum passiert. So, nachdem mein Bruder die Geburtstag hat, gehen wir gleich zum Essen und deswegen geht es jetzt im Hemd weiter. Aber es passt eigentlich perfekt, denn der zweite Punkt ist, arbeite hart und erlange dadurch in einer Sache Meisterschaft. Was meine ich mit Meisterschaft? Mit Meisterschaft meine ich, in einer Sache exzellent zu sein. Kann Weltklasse sein, muss aber auch nicht, aber einfach eine Sache auf einem Niveau zu machen, wofür es Unmengen an Aufwand braucht. Warum? Erstens natürlich der Zustand der Meisterschaft, irgendeine Sache zu 100% zu können und wirklich darin zu brillieren, ist natürlich an sich schon eine Sache, die extrem selten ist und daher so wertvoll, weil sie auch so schwierig zu erreichen ist. Und genau in dieser Schwierigkeit, diesen Zustand zu erreichen, liegt der zweite Aspekt, warum dieses hart an etwas arbeiten so besonders ist. Denn auf diesem Weg wird es immer Höhen und Tiefen geben. Und das ist manchmal natürlich extrem hart. Es gibt Phasen, wo es einfach richtig geil läuft. Und manchmal ist einfach alles nur Scheiße.
da hilft es dann natürlich auch, bedingungslos glücklich zu sein, weil du sozusagen emotional frei von dem Auf und Ab des Lebens bist. Aber vor allem auch in diesen Tiefen liegt eben das Wachstum. Und durch diesen Entwicklungsprozess wirst du zu einem Menschen, den du vorher für dich selbst nicht für möglich gehalten hättest. Und ich glaube, dass das so eine wichtige Sache im Leben ist, dass man sich auf einen Weg begibt, der aus einem selber einen neuen Menschen erschafft. Und grundsätzlich einfach sich einer Sache vollkommen hinzugeben, einer Leidenschaft zu 100% nachzugehen und sich selbst in irgendetwas zu verwirklichen, ist zum einen eine Sache, die nur sehr wenige Menschen wirklich in ihrem Leben realisieren können und gleichzeitig natürlich eine Sache, die die Quelle von so vielen positiven und auch natürlich einzigartigen Gefühlen ist, weswegen ich fest daran glaube, dass sich intensiv mit einer Sache zu beschäftigen und all seine Energie reinzustecken, manchmal natürlich extrem aufwendig, hart und schwierig sein kann, aber gleichzeitig auch so eine große Belohnung ist wie wenige Dinge im Leben. Und der dritte Punkt ist vermutlich der, den ich mir am allermeisten zu Herzen nehmen sollte. Und zwar, feiere das Leben. Sei bedingungslos glücklich und sei einfach im Moment glücklich, so wie alles ist. Akzeptiere die Dinge, wie sie gerade im Moment ist. Das heißt nicht, dass du sie nicht ändern sollst, aber sei einfach glücklich im Moment. Und gleichzeitig arbeite hart an einer Sache. Arbeite hart, investiere all die Zeit herein. Und nimm alle Tiefs mit. Und wenn es nach oben geht, feiere das Leben. Feiere das Leben, auch wenn es mal einen Tiefgang hat. Aber speziell, wenn das Leben nach oben geht, feiere es. Feiere es. Mach eine große Party. Sei dir nicht zu schade dafür. Oder sei nicht zu geizig, zu gierig, zu ambitioniert, was vielleicht auf mich zutrifft. Um nicht auch mal Spaß zu haben. Am Ende geht es im Leben nicht darum, irgendwas zu erreichen. Sondern es geht einfach nur darum, sich so gut wie möglich zu fühlen. Und natürlich trägt dazu bedingungsloses Glück und sich in irgendeiner Sache zu verwirklichen, bei wie fast nichts anderes. Aber gleichzeitig sollte es absolut auch mal erlaubt sein. Nicht nur erlaubt, sondern man sollte es absolut wollen und genießen. Einfach nur mal ganz simpel Spaß zu haben. In allen Facetten, ja. Wenn du einfach nur mit jemandem lachst, wenn du auf eine Party gehst, wenn du irgendwelche bescheuerten Spiele spielst, wenn du andere Dinge machst, hab einfach Spaß, genieß das Leben. Und ich glaube, dass wenn man diese drei Dinge sich vornimmt oder darauf achtet, dann glaube ich, wird man ein Leben führen, was wirklich besonders ist. Was wirklich besonders ist. Denn die wenigsten Menschen sind bedingungslos glücklich. Vermutlich fast niemand. Und ich möchte auch damit nochmal wiederholen, es geht nicht darum, keinen Sauerstoff mehr zu brauchen, sondern sich einfach freier zu machen von den Dingen, die außerhalb von dir passieren. Dann wenige Menschen verwirklichen sich selber. Das ist natürlich auch nicht jedem gestattet, aber ich glaube, dass jeder, der seiner Leidenschaft nachgeht und es wirklich gut macht, irgendwie einen Weg finden wird, davon zu leben. Und drittens, einfach Spaß haben. Am Ende ist das Leben ein Tanz und deswegen tanz auf dieser Party, hab deinen Spaß, nimm das Leben vor allem nicht zu ernst, mach bescheuerte Dinge, probier irgendwas aus, was keinen Sinn ergibt und nimm dir das heute zu Herzen und hab einfach einen schönen Tag. Ciao.